Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks HE und heute auch fast HE. Macht immer Schaden, denn der Caliban, den wir hier sehen von Panzerjörg, gespielt auf Berlin, hat genau genommen eine HEP-Munition und keine ganz, ganz klassische HE. Er hat natürlich hier mit dem Caliban ein so dankbares Matchmaking bekommen, was man sich kaum besser wünschen kann, außer dann vielleicht noch ein paar Sechser mit dazu. Aber ansonsten sind hier genug Gegner dabei, wenn wir einfach mal durch die Liste schauen, wo er mit seiner HEP-Munition mit 180 mm Durchschlagsleistung eigentlich keine großen Probleme hat. Vielleicht der T69 in der Front, der Liss in der Front, der IS-5 in der Front, ein VZ, ein M2, je nachdem, wie sie stehen, ein IS, aber das ist jetzt nichts dabei, wo man sich im Caliban wirklich fürchten muss. Das Ding ist beim Caliban, er kam in den Lootboxen 2021, 2022 ins Spiel. Und ich habe damals ein Video über das Fahrzeug gemacht und habe mich sehr über das Fahrzeug ausgekotzt. Und habe damals gesagt, dass das Fahrzeug eigentlich eine ziemliche Frechheit ist. Es ist einerseits eine Frechheit für diejenigen, die es spielen, weil er so ein Troll- und RNG-Fahrzeug ist, dass ich damals behauptet habe oder in die Welt gestellt habe, sage ich mal, dass man in 1 von 10 Runden wirklich eigentlich nur Spaß haben kann, weil ansonsten die Kanone so ein Schmutz ist, dass man nichts mit ihr trifft. Auf der anderen Seite aber, wenn man dann mal trifft, demjenigen, der getroffen wird, die Runde eigentlich mehr oder weniger mit einem Schuss kaputt macht. So. Das Video wurde sehr kontrovers diskutiert. Und das Witzige an der ganzen Sache ist eigentlich, dass wir ziemlich genau ein Jahr später, also zu Weihnachten 2022, 2023, einen BZ-176 bekommen, der den Caliban einfach nur auslacht und man das Gefühl bekommt, dass der Caliban im Grunde nur ein großer Test für Wargaming war, was man denn so machen kann, und der BZ-176 eigentlich das Fahrzeug ist, worüber man sich richtig aufregen muss. Da ist der Caliban schon richtiger Schmutz, und das liegt einerseits an der Durchschlagsleistung, aber nicht komplett. Es liegt primär meiner Meinung nach an dieser abgrundtief schlechten Kanone, einfach was das Gunhandling und die Genauigkeitswerte angeht. Und dazu natürlich auch noch Fluggeschwindigkeiten auf der HEP von 354 Meter pro Sekunde. Da kann man fast nebenher laufen. Panzerung etc., da müssen wir dem BZ gar nicht wirklich gegenüberstellen. Der ist in so vielen Belangen einfach besser als der Caliban. Das Einzige, was der Caliban halt mitbringt, ist dieser Autoloader mit diesen 2 Granaten. Aber wenn wir mal ehrlich sind, mit 25 und 40 Sekunden Nachladezeit. Oh, oh, oh. Nice, schöner Schuss. Und einen Intra-Clip von 3,75 ist es schon eher doch wie ein Einzelschuss-Panzer zu spielen. Also klar, du kannst die 2 Granaten raushauen, aber wenn du halt dann nicht triffst, dann stehst du sehr, sehr lange im Reload rum. Also der Caliban hat einfach so viele Nachteile, dass er für beide Seiten eigentlich ein richtiges Scheißfahrzeug ist. Für denjenigen, der es unbedingt fahren möchte, und halt auf der anderen Seite für von denjenigen und diejenigen, die von ihm getroffen werden. Nichtsdestotrotz spiegelt er natürlich mit dieser Kanone, mit dieser Munition und mit dieser Art, wie das Ganze funktioniert, fast schon die Perfektion wieder, was Trollfahrzeuge in World of Tanks sind, wie sie funktionieren und was denn ihr Spaßfaktor ist. Das haben wir hier halt bei den Schüssen auf den VZ und auf den M2Y gesehen. Das Blöde ist halt dabei, dass solche Fahrzeuge wie der Caliban in der Regel eigentlich wirklich nur brauchbar, ansatzweise brauchbar funktionieren. Wenn sie halt irgendwie Top-Tier sind oder wenn sie nicht unbedingt als Low-Tier gegen Plus 2 antreten müssen und auch wirklich aktiv gegen diese kämpfen müssen. Ich meine, er hat noch eine
eine AP-Granate, der Caliban. Aber die hat dann halt in Anführungsstrichen nur noch, wie er einfach nichts mitkriegt, der T69, nur noch 600 Alpha und 292 Pen. Die Fluggeschwindigkeiten sind besser. Aber naja, es ist halt dann doch die Premium-Granate und die kostet entsprechend auch mehr Geld. Also ja, der Caliban, er kann richtig batzen und natürlich solche Gegner hier. Ich meine, guckt euch diese Einzielzeit an. Guckt euch diese Einzielzeit an. Hallo? Und er bleibt auch noch stehen, der Steyr-Waffenträger. Ich meine, das ist natürlich das Dankbarste, was du irgendwie kriegen kannst, so ein Matchup hier. Die Frage ist natürlich, wie oft kriegt man das? Und vor allen Dingen spielt dann auch der RNG halt mit, dass halt die Kanone auch entsprechend... Ey, ich komme auf dieses Fadenkreuz nicht klar. Hallo? Unfassbar. Also wir reden hier, ich habe ja noch gar nicht drüber gesprochen, wir sind fast schon wieder durch mit der Runde. Wir reden hier von einer Stock-Ungenauigkeit von 0,58 und einer Stock-Einzielzeit von 4,1 Sekunden. What the fuck? Was bitte soll das denn sein? Das, also wir beim BZ reden wir von 3,5 Sekunden Einzielzeit und 0,46 und der BZ-176 kommt auch noch mit ungefähr 30 bis 35% besserem Gunhandling daher. Also da müssen wir nicht wirklich drüber reden, abgesehen von der Panzerung oder zusätzlich zur Panzerung und von der Mobilität vom BZ versus des Caliban. So, es geht Richtung Prosciutto. 2600 Schadenspunkte hat er hier gemacht mit 2 Kills. Und der Prosciutto hat durchaus noch Potenzial. Ja, hallo. Hallo. Ja, hallo. Durchaus Potenzial, seine 876 Lebenspunkte hier noch aufs Konto von Panzerjörg zu bringen. Und wir sehen schon, Panzerjörg scheint einer der wenigen zu sein, die den Caliban öfter spielen. Denn er hat auch 2 Gunmarks auf dem Fahrzeug. Ein Panzerass gibt es hier, ansonsten nichts weiter an großen Medaillen. 3700 Schadenspunkte. Ja, stimmt, da war der Blindschuss noch auf den Steyr Waffenträger drauf, der mal eben noch 172, okay, was war denn? Habe ich mich gerade verzählt? War irgendwann irgendein Schuss blind? War der T69 nochmal zugegangen? Ich checkt's gerade nicht so richtig, aber sei es drum, vielleicht habe ich mich auch gerade im Gefecht einfach verzählt oder nicht richtig hingeguckt. 3700 Schadenspunkte ist ein sehr schöner Wert. 3 Kills, 1345 Basiserfahrungspunkte. Damit sieht man auch, der Caliban hat jetzt nicht die höchsten Anforderungen, was das Panzer angeht. Sie scheinen sehr in einem brauchbaren Rahmen zu liegen. Aber wir sehen auch, mit 2161 Spotting ist ja durchaus auch noch ein bisschen was an Support rumgekommen. Und mit dem Boni, die es noch oben drauf gibt, fast 160.000 Credits und 8274 Erfahrungspunkte. Man muss natürlich fairerweise zugestehen, dass wenn man den Caliban in so einer Runde mit HE Only fährt, dass das Ganze schon recht kostengünstig sein kann. Weil man natürlich, was die Kosten pro Granate und den potenziellen Alpha angeht, hier ein sehr, sehr gutes Verhältnis bekommt, unter der Voraussetzung halt, dass man trifft und auch entsprechend durchschlägt. Was sagt ihr zum Caliban? In meinen Augen natürlich ein Fahrzeug, was hier in diese kleine Videoreihe definitiv reingehört. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, vor allen Dingen auch, wie problematisch oder vermutlich auch eher unproblematisch in den Caliban findet. Ich bin da sehr gespannt drauf. Mein Dank geht wie immer raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namentlich genannt Gemonfen, Kulle, Gorwin, Kirtano, Karbein, Baron, Heimdall, Klumpen, Franz, Roblitz, Jan VG, Tim, Bacon und Schnitzel. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.